Guten Morgen, meine Damen und Herren. Eliminierungsreaktionen sind auch Thema der heutigen ersten Stunde. Zunächst einmal wiederholend. Eliminierungsreaktionen profitieren grundsätzlich von erhöhter Temperatur. Bei einer Eliminierungsreaktion entstehen in der Regel aus einem Teilchen zwei neue, mehr Teilchen. Das bedeutet, Entropie ist in dieser Reaktion wichtig und in den Entropieterm fließt auch die Temperatur ein. Insofern ist das gut zu verstehen, dass bei einer erhöhten Temperatur die Eliminierungsreaktion im Vergleich zu Substitutionsreaktionen halt profitiert. Dann hatten wir gesehen, dass bei den E1-Reaktionen, monomolekularen Eliminierungsreaktionen, zunächst genauso wie bei Substitutionsreaktionen ein Carbenium-Ion als reaktive Zwischenstufe entsteht. Und bei Carbenium-Ionen müssen wir halt auch Umlagerungsreaktionen in Erwägung ziehen. Also Wagner-Meerwein-Umlagerungen sind zu beachten. Bei den bimolekularen E2-Prozessen haben wir enge stereochemische Voraussetzungen. Und zwar der zu abstrahierende Wasserstoff und die nukleophuge Gruppe, nennen wir sie einfach X, müssen antiperiplanar zueinander positioniert sein. Dann hatten wir uns auch schon mit der Regioselektivität von Eliminierungsreaktionen befasst und mit welcher Schreibweise auch immer. Das Zaitsev-Produkt ist dasjenige, wo das entstehende Olefin höher substituiert ist und deswegen in der Regel thermodynamisch günstiger. Und das Hofmann-Produkt kann über kinetische Kontrolle bevorzugt gebildet werden, also eventuell über kinetisch kontrollierte Reaktion. Die Möglichkeiten, die wir dort haben, es in Richtung Hofmann-Produkt zu beeinflussen, ist sterisch gehinderte Base einzusetzen. Und als zweites hatten wir noch die Möglichkeit, relativ schlechte nukleophuge Gruppen einzusetzen, was dann wiederum den Übergangszustand des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes beeinflusst. Also mit relativ schlechten
Austrittsgruppen. Haben wir auch noch die Möglichkeit. So, das heißt, zum Hofmann-Produkt zu gelangen, wie zum Beispiel bei der Hofmann-Eliminierung aus Alkylammoniumsalzen, nämlich hier der schlechte Austrittsgruppe. Diese Hofmann-Produkte können wir vor allem bei der E2-Reaktion unter geeigneten Bedingungen, unter geeigneten Voraussetzungen erhalten. Bei der E1-Reaktion haben wir weniger die Möglichkeit, dort einzugreifen in Richtung Hofmann-Produkt. Naja, also sterisch gehinderte Basen wirken an der reaktiven Zwischenstufe der E1-Eliminierung nicht so gut. Wir haben das Carbenium-Ion und das ist nicht mehr dermaßen sterisch gehindert, dass dort also eine sterisch gehinderte Base im Umkehrschluss so einen großen Einfluss hätte. Naja, und mit einer schlechten Austrittsgruppe können wir ja schließlich gar nicht zu einer E1-Reaktion gelangen. Jetzt schauen wir uns als Übungsaufgabe ein paar Beispiele an. Vorgegeben sind zwei stereoisomere Substrate. Nicht nur stereoisomere, es sind regioisomere Substrate. Hier ist lediglich die Position des Chloratoms verschoben. Und Sie sollen jeweils entscheiden, was bei der Umsetzung mit Natriumethanolat geschieht. Okay, mag sein, dass hier als Nebenreaktion auch die nukleophile Substitution vorkommt. Das wäre dann die Williamsche Ether-Synthese hier an diesem Zentrum. Da müsste man sich wiederum überlegen, steht denn das Chlor jeweils in einer günstigen Position, nämlich in einer axialen Position, die notwendig ist für die nukleophile Substitution zweiter Ordnung. Aber wir wollen hier schauen, wie sieht es mit der Produktbildung nach E2-Mechanismus aus? Was erwarten Sie, was herauskommt in dem einen bzw. in dem anderen Fall? Ja, gehen wir also jetzt gemeinsam an die Lösung der Aufgabenstellung heran. Was haben wir denn an Informationen? Wir haben ja in Informationen die Strukturen stehen und die Information, dass es sich hier um eine Eliminierungsreaktion bimolekularer Natur handeln soll. Das heißt, Base greift an, deprotoniert, während sich die nukleophuge Gruppe eben also ablöst und es entsteht dann eine CC-Doppelbindung. Wir wissen also, das ist vorgegeben, dass bei beiden Reaktionen mit beiden Substraten eine solche Eliminierungsreaktion ablaufen wird. Das nehmen wir jetzt mal so hin. Würde auch funktionieren. Mit vielleicht nukleophile Substitution als Nebenreaktion. Tja. So. Was ist die Voraussetzung bei der E2-Reaktion? Die müssen in eine antiperiplanare Position gelangen können, der Wasserstoff und die nukleophuge Gruppe, das Chlorid. Dazu müssten wir, um zu sehen, ob die in eine solche antiperiplanare Position gelangen können, dazu müssten wir uns also hier die Sesselkonformation dort aufzeichnen. Wir wissen aber im Grunde aus der Aufgabenstellung heraus, dass eine solche Position eingenommen werden kann, weil wir haben ja schon gesagt, die Eliminierungsreaktion nach E2 erfolgt. Also brauchen wir doch hier für die Aufgabenstellung nichts weiter zu betrachten, als dass wir überhaupt transständige Wasserstoffe in Beta-Position zur Abgangsgruppe haben. Das ist alles. Ja? So, betrachten wir also hier dieses
Chloratom. Wo ist die Beta-Position? Also wo sind potenzielle Wasserstoffe? Hier und dort. Weil wir hier eine CH2-Gruppe haben, ist klar, dass einer von den beiden Wasserstoffen trans steht. Hier an der Position nimmt die Transposition die CH3-Gruppe ein. Also haben wir hier keinen Trans-Wasserstoff, sondern einen Cis-Wasserstoff. Die Cis-Eliminierung läuft nicht, also muss doch hier die Eliminierung zu dieser Position laufen und damit haben wir das Ergebnis. Das ist das Eliminierungsprodukt. Nur dieses kann dabei herauskommen über einen E2-Mechanismus. Hier in diesem Fall, dort eine CH2-Gruppe, ein Wasserstoff steht ganz klar trans zum Chlor. Die Isopropylgruppe steht cis zum Chlor, also der Wasserstoff, der hier dran sitzt, steht auch trans. Das heißt, die Eliminierung kann hierhin oder dorthin erfolgen. Zeichnen wir uns mal beide möglichen Produkte auf. Das ist die Eliminierung zu dieser Position. Und wir müssten hier auch mit der Eliminierung zu diesem Wasserstoff rechnen, weil er ja schließlich auch trans steht. Dann fällt hier das stereogene Zentrum weg. Also bitte dann nicht hier noch so einen Balken einzeichnen, weil der Kohlenstoff ist dann ja hier sp2 hybridisiert und wir haben da kein Chiralitätszentrum mehr. Das sind die beiden Produkte, die dabei rauskommen würden. Tja, dieses hier ist weniger substituiert als jenes. Das weniger substituierte ist das Hoffmann-Produkt. Dieses hier ist das Zaitsev-Produkt. Jetzt ist Natriumethanolat nicht eine, wer weiß wie, sterisch gehinderte Base, wird also auch noch relativ bequem hier drankommen, trotz der Isopropylgruppe, sodass wir hier in diesem Fall damit rechnen würden, dass das thermodynamisch günstigere Zaitsev-Produkt als Hauptprodukt entstehen dürfte. Ja. Und man findet in der Literatur eine Angabe von 25 zu 75 als Produktverhältnis für eine solche Reaktion. Wenn wir mehr Hofmann-Produkt erhalten wollten, dann können wir dies beeinflussen. Ausgehend von diesem Substrat müssen wir nur zu einer Base wechseln, die sterisch deutlich anspruchsvoller ist. Und da würde ich in diesem Fall das LDA empfehlen, Lithium-Diisopropylamid, was vor kurzem schon mal hier aufgezeichnet worden ist. Das ist eine wenig nukleophile Base. Wir haben bestimmt nicht noch nukleophile Substitution als Konkurrenzreaktion. Das basische Zentrum, der negative Stickstoff, umgeben von den Isopropylgruppen, ist sterisch stark gehindert. Und dann würden wir mit Sicherheit das Produktverhältnis zumindest umdrehen können. Wenn wir nun, wie jetzt viele von Ihnen versucht haben, mal noch näher Konformationen betrachten, so kann man das tun. Da geht es dann aber um andere Details in dieser Reaktion. Machen wir es ruhig einmal. Ich zeichne jetzt die bevorzugte Konformation von diesem auf und auch die bevorzugte Konformation von dem. Also, Sessel. Diese Kante soll perspektivisch nach vorne schauen. Ich betrachte das Molekül von dieser Seite.
Die Isopropylgruppe ist dabei der voluminöste Substituent und dürfte deswegen in der bevorzugt in der äquatorialen Position sich aufhalten. Also äquatorial, das eingezeichnet. Manchmal ist es einfacher, um ein Bild zu erhalten, indem man dann noch den dazugehörigen Wasserstoff zusätzlich einträgt. Der Wasserstoff ist dann axial. Das Chloratom ist auf der gleichen Seite wie die Isopropylgruppe. Wir haben hier eine CH2-Gruppe und auf der gleichen Seite heißt, aha, Chloratom ist auch in äquatorialer Position, weil da haben wir den Wasserstoff. Trans zum Chlor sitzt wiederum die CH3-Gruppe. Die sitzt also hier. So, und was wir hieraus jetzt nun erkennen können, wir haben jetzt hier, wo das Chlor sitzt in einer äquatorialen Position in der energetisch günstigsten Konformation. Damit die Eliminierungsreaktion abläuft, muss das aber eine antiperiplanare Position einnehmen zu dem zu abstrahierenden Wasserstoff. Das kann es aber nur, wenn das Chloratom auch in einer axialen Position ist, nicht in der äquatorialen. Das heißt, der Ring muss im Grunde flippen, Chlor in die axiale Position. Daraus folgt aber, dass alle anderen größeren Substituenten auch in einer axialen Position sein müssen. Das ist ungünstig, ist energetisch höher liegend, relativ ungünstig. Trotzdem, es läuft halt ab, man stellt es als Experiment fest, aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Eliminierungsreaktion relativ langsam abläuft. Das ist das Ergebnis der Überlegung. Wäre also wesentlich schneller die Reaktion, zum Beispiel, wenn diese Isopropylgruppe hier nicht dieses stereogene Zentrum hätte, sondern genau umgekehrt. So, und wie sieht es in dem Fall hier aus? Ja, zeichnen wir hierfür auch Isopropylgruppe in die äquatoriale Position. Chlor steht cis dazu, auf der gleichen Seite des Rings, hat deswegen bevorzugt da die axiale Position und die CH3-Gruppe, ja, da hat sich ja zu dem von dort vorhin nichts geändert. Also in der bevorzugten Konformation von dieser Verbindung ist das Chloratom in der axialen Position, steht schon antiperiplanar zu dem Wasserstoff. Die günstige Konformation ist die reaktive Konformation, deswegen wird hier die Reaktion schnell verlaufen. Also können wir da drunter schreiben, das ist eine schnelle Reaktion, hier wird das Ganze langsam erfolgen. Aber ob schnell oder langsam, war ja von vornherein nicht Aufgabenstellung. Nur das kriegt man dann dazu zusätzlich auch noch heraus. Da wir schon dabei sind, machen wir noch eine Übungsaufgabe. Und zwar folgende Verbindung, deren Name gegeben ist, 2S3S, 2-Brom, 3-Methyl, Pentan, wird umgesetzt mit Kalium, Kaliumterzbutoxid,
also einer sterisch gehinderten Base. Und auch hier ist ein E2-Mechanismus anzunehmen. Bitte versuchen Sie herauszubekommen, welches Produkt man erhält, und beachten Sie dabei die Stereochemie, sowohl des Edux als auch des Produkts. Also erster Schritt ist halt den aus dem Namen die Struktur entwickeln. Stammname Pentan, eine Fünferkette wird aufgezeichnet. Brom ist in 2 Positionen, Methyl in 3. Jetzt soll in der 2 Position soll ja R-Konfiguration sein. Nehmen wir mal an, das Bromatom kommt aus der Tafelebene raus. Das würde bedeuten, vom Brom zu dieser verzweigten Gruppe zur CH3-Gruppe, das wäre gegen den Uhrzeigersinn, ist also falsch, muss Brom andersrum sein, also hinter der Tafelebene. Ja? Umgekehrt, jetzt kommt Wasserstoff raus, vom Brom zur verzweigten zur Methylgruppe ist im Uhrzeigersinn, das wäre jetzt R. Diese Seite hat höhere Priorität gegenüber der hier. Dann kommt die Methylgruppe, dann kommt der Wasserstoff. Wir haben jetzt in 3 Positionen S-Konfiguration. Von hier nach da, nach dort, gegen den Uhrzeigersinn ist korrekt. Und genau das haben wir dann, wenn hier die CH3-Gruppe aus der Tafelebene herausschaut. Eliminierungsreaktion nach dem E2-Mechanismus. Kaliumterzbutoxid, ja, das ist schon eine sterisch anspruchsvolle Base. Und es könnte durchaus sein, dass hier ja, durchaus hauptsächlich das Hofmann-Produkt entsteht. Und wie das aussieht, ist ja recht einfach, das wäre dann das Hofmann-Produkt. Ist eventuell das Hauptprodukt? Tja, aber wir können auch an der Stelle noch nicht ausschließen, dass auch Seitzew-Produkt gebildet wird. Ist nun mal das thermodynamisch günstigere. Und dann ist die Eliminierungsreaktion hierüber. Jetzt hat der eine oder andere bereits eingewendet, haben wir denn da wirklich eine Transposition von dem Wasserstoff zu dem Brom, beziehungsweise von Trans kann man hier gar nicht reden, kann das denn eine antiperiplanare Position einnehmen? Na klar, weil die Rotation um diese CC-Einfachbindung ist doch völlig frei. Und an der Stelle ist es jetzt sehr interessant und auch wichtig, sich mal dieses Molekül in der Newman-Projektion anzuschauen, mit Blick in diese Richtung, also auf diese CC-Bindung. Und das tun wir einmal. Bromatom nach oben. Der Wasserstoff steht links davon und da steht die CH3-Gruppe. Nach hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Ethylgruppe. Wir haben links die Methylgruppe, wenn wir von hier betrachten und in die Tafelebene rein, also von hier aus betrachtet dann rechts, hätten wir den Wasserstoff.
Das ist natürlich hier eine ungünstige Konformation. Das ist klar, weil nicht gestaffelt ist, sondern ekliptisch. Aber das ergibt sich ja einfach nur jetzt hier aus dieser Betrachtungsweise. Das ließ sich einfach so zeichnen. Das wird rotieren in eine günstigere Konformation. Und sehr günstig wird diejenige sein, die gestaffelt ist und wo dieses Bromatom möglichst weit entfernt, also hier von dieser Ethylgruppe ist. Ja, zeichnen wir das doch auch einfach einmal. Okay, dann haben wir hier Brom an der Stelle, Wasserstoff hier, CH3-Gruppe dort. Da haben wir die Ethylgruppe und der Rest bleibt ja hier. Also diese Konformation ist mit Sicherheit günstiger als jene. Aber diese Konformation ist keine reaktive Konformation für die E2-Reaktion. Reaktive Konformation heißt, dass das Bromatom antiperiplanar zu einem Wasserstoff steht, diesem hier. Steht immer irgendwo antiperiplanar zu einer solchen CH3-Gruppe hier, zu der. Das ist dann, führt dann ja schließlich zum Hofmann-Produkt. Einer dieser Wasserstoffe wird immer antiperiplanar stehen. Aber wir wollen ja jetzt das Zaitsev-Produkt betrachten und da muss das Bromatom antiperiplanar zu diesem Wasserstoff stehen. Zeichnen wir also eine solche Konformation auch einmal ein. Das heißt, das Bromatom antiperiplanar zum Wasserstoff steht dann hier. Ich denke mir einfach das Weiterdrehen. Das Brom kommt auf die Position der CH3-Gruppe, die CH3-Gruppe auf Position des Wasserstoffs und der Wasserstoff auf die vorherige Position dieses Broms. Das ist die reaktive Konformation. Und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor, wir eliminieren diesen Wasserstoff und das Brom und es bildet sich zwischen den beiden Kohlenstoffen, die verdeckt hintereinander stehen, die CC-Doppelbindung. Das bedeutet doch dann, dass bei der CC-Doppelbindung, die sich bildet, da eine CH3-Gruppe steht, da ein Wasserstoff, nämlich dieser, hier jetzt auf der Seite eine CH3-Gruppe und dort die Ethylgruppe. Dieses ist das Zaitsev-Produkt, was wir aus diesem Stereoisomer erwarten. Und bitte zu beachten, das ist schon eine Besonderheit, weil das ja nicht energetisch günstigstes Olefin ist, deswegen, weil die CH3-Gruppe und die Ethylgruppe auf der gleichen Seite sind. Energetisch günstiger ist, wenn die CH3-Gruppe hier ist und der Wasserstoff auf Seiten der Ethylgruppe. Also für das Zaitsev-Produkt aus der E2-Eliminierung bestimmt die Stereochemie Konfiguration, absolute Konfiguration am Edukt, die Stereochemie des Produktes. Das liegt daran, dass auch diese E2-Reaktion eine stereospezifische Reaktion ist. Ein Stereo und bestimmtes Stereoisomer, daraus ergibt sich die Stereoisomer eines Produktes, setzt man eine andere Stereoisomer als Edukt ein, kommt auch eine andere Stereochemie des Produktes raus, entspricht definitionsgemäß eben einer stereospezifischen Reaktion. So, Nachtrag zu dem, was wir gerade hier gesagt haben. Wenn Sie dieses Molekül nun umgekehrt gezeichnet haben, diese Methylgruppe links steht und dann das Bromatom hinter der Tafelebene und so weiter, dann ist das ja immer noch das gleiche Molekül und kommt auch das gleiche bei heraus. Wenn Sie jetzt hiervon das genaue Spiegelbild zeichnen würden, dann käme im Endergebnis auch das gleiche Zaitsev-Produkt heraus.
Wenn Sie aber ein anderes Diastereoisomer einsetzen, sprich zum Beispiel das 2S3S2-Brom-3-Methylpentan, dann sollte hier das andere Stereoisomer rauskommen, nämlich das Transstereoisomer. Dieses hier ist das Cis-Stereoisomer. Das können Sie in der häuslichen Nachbereitung versuchen nachzuvollziehen. Als Einleitung zu einem Sonderfall der Eliminierungsreaktion möchte ich noch mal erinnern an den Übergangszustand bei der Hofmann-Eliminierung. Das sah folgendermaßen aus. Der Wasserstoff wird abstrahiert. Trimethylamin ist eine schlechte Austrittsgruppe und beginnt erst auszutreten, das Molekül zu verlassen, sobald der Wasserstoff schon, also die Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung schon ganz ordentlich polarisiert ist und hier ein bereits starkes Delta-Minus aufgetreten ist. Und Sie erinnern sich daran, ein Delta-Minus an einem endständigen Kohlenstoff ist zumindest in Lösung stabiler, als wenn wir es hier an dieser sekundären Position machen würden. Die sind in Lösung azider als hier und deswegen läuft das hier dann auch dementsprechend schneller ab und führt dann zum weniger substituierten und thermodynamisch ungünstigeren Hofmann-Produkt. Wenn nun in der Tat dieser Wasserstoff zuerst deprotoniert wird, quasi ein Carbanion als reaktive Zwischenstufe auftaucht und dann als nächstes die Eliminierungsreaktion eintritt, dann spricht man von eben diesem Sonderfall. Das ist eine E1-Reaktion, E1-CB, wobei das CB steht für konjugierte Base. Also conjugated base. Das heißt, bei diesem Sonderfall haben wir dann tatsächlich ein Carbanion als reaktive Zwischenstufe. Schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, dann wird das Ganze deutlicher. Dieses fast durchhalogenierte Ethan, hier ist noch ein Wasserstoff übrig geblieben. Gleichgewicht, Base, minus H+. Das ist dann das Carbanion als reaktive Zwischenstufe. Dies ist die konjugierte Base zu dieser Säure. Die Deprotonierung ist auch hier natürlich ein bimolekularer Prozess, weil Base greift halt an, die Base ist notwendig, dass sich eben das Proton ablöst. Aber der geschwindigkeitsbestimmende Schritt dieser Reaktion ist monomolekular. Dieses wird als reaktive Zwischenstufe gebildet. Ein Fluorid ist eine schlechte Austrittsgruppe in der Regel. Und das ist der langsame Schritt, nämlich minus F minus . Und weil der geschwindigkeitsbestimmende Schritt dieser Reaktion monomolekular ist, steht hier auch die 1 hinter dem E. Also ein E1CB-Prozess. Solche Reaktionen mit einem stabilisierten Carbanion als reaktive Zwischenstufe sind gar nicht mal so selten.
Wiederum in der organischen Chemie 2 werden Sie folgende Reaktion kennenlernen. So ein Beta-Hydroxyketon ist das Produkt einer sogenannten Aldol-Addition. Und die Aldol-Addition tritt sehr häufig in Kombination auf mit der Aldol-Kondensation. Es reagiert dann weiter. Minus H+, hier wird deprotoniert. Und wir erhalten ein solches stabilisiertes Anion. Hier habe ich die Enolatform aufgezeichnet. Kann jetzt natürlich mesomere Grenzstruktur mit der negativen Ladung am Kohlenstoff. Ja, also da sieht man schon mesomer stabilisiertes Anion. Das tritt als reaktive Zwischenstufe auf. Und nun kann man sich einfach vorstellen, minus OH- wird eliminiert. Und ein solches Alpha-Beta-ungesättigtes Keton entsteht. Das ist auch ein Beispiel für eine E1CB-Reaktion. Dieser Wasserstoff ist so azide, weil an diesem Kohlenstoff zwei elektronegative Chloratome sitzen und eine sehr elektronegative CF3-Gruppe. Dadurch wird dieses Anion durchaus induktiv besonders stabilisiert. Einen ähnlichen Fall, mit verwandten Fall, haben wir vorliegen, wenn wir Chloroform mit NaOH oder häufig Kaliumhydroxid umsetzen. Auch dieses Proton vom Chloroform ist recht azide, vergleichsweise azide, wird im Gleichgewicht halt abstrahiert. Und dann haben wir dieses Dichlormethylanion als reaktive Zwischenstufe. Und jetzt kann eine Eliminierungsreaktion insgesamt halt geschehen. Kaliumchlorid wird abgespalten. Und wir haben einen Kohlenstoff mit einem Elektronenpaar und zwei Chloratomen. Und trotz des Elektronenpaars ist der neutral. Und nur ein zweibindiger Kohlenstoff. Sowas wird als Carben bezeichnet. Dieses hier ist dann das Dichlorcarben, hochreaktiv. Was das alles machen kann, betrachten wir gleich einmal. Und diese Eliminierungsreaktion, wo schließlich Wasserstoff und Chlor eliminiert werden, aber beide am gleichen Kohlenstoff saßen, ist dann eine sogenannte Alpha-Eliminierung. So, zurück zur Reaktivität von einem solchen Dichlorcarben. Reagiert beispielsweise mit Olefinen, mit dem Cyclohexen. Und bildet dann dieses Cycloadditionsprodukt. Carbene mit Olefinen umzusetzen, ist mit die beste Möglichkeit, um Cyclopropan-Derivate herzustellen. Die Synthese zu diesem Produkt
ist übrigens der letzte Versuch im OC-Grundpraktikum, den Sie dort dann machen werden. Ansonsten hatte ich die Reaktion mit dem Dichlorcarben vor kurzem schon mal am Rande erwähnt. Und zwar im Zusammenhang mit der Isonitrilprobe. Isonitrilprobe auf primäre Amine. Präparativ läuft das folgendermaßen. 2 bis 3 Tropfen an der zu testenden Substanzprobe. Wir wollen dann wissen, ist dort ein primäres Amin drin. 1 Milliliter Ethanol als Lösungsvermittler. 1 bis 2 Milliliter verdünnte NaOH als Base und einige Tropfen Chloroform. Dann wird das Ganze erhitzt. Tja, und was wird dabei ablaufen, wenn wir ein Amin dabei haben? Zunächst einmal NaOH und Chloroform, ja, wird genau das machen, was hier vorne bereits steht, nämlich ein Dichlorcarben bilden. So, und jetzt primäres Amin plus das CCl2. Reagiert Bindungsbildung zwischen dem Stickstoff und diesem Kohlenstoff. Vierbindiger Stickstoff, positiv geladen. Hier an dem Kohlenstoff hätten wir folglich die negative Ladung. Eine Umprotonierung sorgt für einen Ladungsausgleich. Stickstoff dann mit freiem Elektronenpaar. Und eine nukleophuge Gruppe am gleichen Kohlenstoff. Das ist eine nicht gerade besonders stabile Situation. Es neigt dann natürlich zur Fragmentierung. Schiebt Elektronendichte rein, Chlorid geht raus. Jetzt können wir wieder deprotonieren. Also letzten Endes haben wir ja hier ein Salz mit dem Chlorid. Wiederum minus H+. Ja, diese Zwischenstufe würde man als ein Imidoylchlorid bezeichnen, aber wir haben hier auf jeden Fall, was für Sie wichtig ist, wieder freies Elektronenpaar, kann wieder Elektronendichte reinschieben, Chlorid als Austrittsgruppe.
minus Cl minus. Und wir haben hier die ganze Zeit eine Base dabei. Zu einem ladungsneutralen Molekül zu kommen, müssen wir jetzt nur noch H plus abspalten, minus H plus. Dann habe ich es gerade noch auf die Tafel gekriegt. Dann sind wir bei diesem Molekül. Und so etwas hatten wir vor kurzem schon mal besprochen. Das ist ein Isonitril. Die Isonitrilprobe läuft halt ganz simpel, so wie da beschrieben. Ansatz ansetzen und wenn nur ein bisschen Isonitril dabei gebildet wird, dann wird dieser Reaktionskolben, der Inhalt des Reaktionskolben oder des Reagenzgases nach totem Fisch riechen und zwar nach sehr lange totem Fisch. Das ist die Isonitrilprobe. Sie ist heutzutage nicht mehr so populär, aus verschiedenen Gründen. Ja, vor allem, also hier, das stinkt nicht nur, sondern ist halt auch extrem toxisch. Ja, man möchte nicht unbedingt seinen Rüssel darüber halten. Ja. Und mittlerweile, es gibt halt auch andere spektroskopische Methoden, um halt primäre Amine nachzuweisen. Aber im Gesamtzusammenhang, denke ich, ist es schon wichtig, sich mit solchen Dingen auszukennen. Nächstes Thema, auch im Zusammenhang mit den Eliminierungsreaktionen. Das ist der kinetische Isotopeneffekt. Hier abgekürzt kinetischer Isotopeneffekt. Ja, solche kinetischen Isotopeneffekte sind in der Regel eigentlich sehr klein. Ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn wir von einer Verbindung ausgehen, standardmäßig Kohlenstoff, Isotop C12 und haben dann halt irgendwo Isotop C13 drin und dann ist der Kohlenstoff an der Reaktion beteiligt. Ja, von der Masse her macht das zwischen C12 und C13 nicht prozentual nicht so den großen Unterschied, aber der Unterschied in der Masse von Wasserstoff zu Deuterium ist schon ganz ordentlich, nämlich ganz klar Faktor 2. Ja. Dieser Unterschied in der Masse hat auch dann seine Auswirkungen auf die Schwingungsfrequenz von CH-Bindungen. Und zwar mit einem Deuterium drin schwingt das halt langsamer. Und Isotopeneffekt ist nun definiert folgendermaßen, wenn wir jetzt eben Isotopeneffekt bezogen auf Reaktion mit Wasserstoff sehen. Die Geschwindigkeitskonstante einer Reaktion, wenn man die mit der normalen Standardsubstanz durchführt, durch die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion, wenn man anstatt vom Wasserstoff dann an einer bestimmten Stelle halt Deuterium hat. Und dieser kinetische Isotopeneffekt ist, da kommt bei der E1-Reaktion raus, dass der halt 1 ist. Was bedeutet das? KH durch KD, na, KH und KD sind halt identisch, da finden wir keinen Isotopeneffekt. Wenn wir stattdessen eine E1-CB-Reaktion haben, dann sind wir irgendwo im Bereich 1 bis 2 und ein E2-Prozess, wo halt die Abstraktion des Wasserstoffs ganz klar am geschwindigkeitsbestimmenden Schritt beteiligt ist, die E2-Reaktion, da sind wir dann im Bereich 2 bis
7. Das heißt, durch ein Deuterium, was zu abstrahieren ist, kann die Reaktionsgeschwindigkeit bis auf den Faktor 7 verkleinert werden. Alle Reaktionen, die wir bisher besprochen haben, sind sind Transeliminierungen. Das stimmt natürlich nicht, weil E1-Prozesse sind weder syn noch trans, aber alle E2-Prozesse sind halt Transeliminierungen und wie bereits mehrfach erwähnt, eine Syn-Eliminierung nach E2 kann ablaufen. Die Energiebarriere ist zwar nicht unendlich hoch, aber halt beträchtlich und Faktor ist gut mehrere tausendmal langsamer als über eine Transeliminierung mit antiperiplanarer Anordnung von den Austrittsgruppen. Es gibt aber auch klassische Syneliminierungen. Und die haben gemeinsam, dass dabei zyklische Übergangszustände auftreten, was uns dann gleichzeitig natürlich sagt, das sind konzertierte Reaktionen, also konzertiert mit zyklischem Übergangszustand. Einige Beispiele dazu aufgezeichnet. Eine solche Verbindung, ausgehend von einem Amin, solche Amine mit freiem Elektronenpaar lassen sich aufoxidieren. Zum Beispiel mit Wasserstoffperoxid, wo dann ein einzelner Sauerstoff da dran gesetzt wird. Dies ist ein sogenanntes N-Oxid. Sieht ein bisschen ungewohnt aus. Ja, eine Doppelbindung kann sich hier nicht ausbilden. Der Stickstoff kann nicht fünfbindig werden. Positiver Stickstoff, negativ geladener Sauerstoff, insgesamt ein ladungsneutrales Molekül mit allerdings einem sehr starken Dipolmoment hier drin. Und diese dipolare Verbindung können Sie sich auch wiederum vorstellen, dass die sehr gut Wasserstoffbrückenbindung eingeht. Dieses O- halt zu Wasser zum Beispiel. Das sind sehr stark wasserziehende Verbindungen. Die wirklich trocken zu kriegen, ist nicht so einfach. Ja, ein zyklischer Übergangszustand. Während sich hier die Wasserstoff-Sauerstoff-Bindung ausbildet, löst sich die CH-Bindung. Hier bildet sich eine Doppelbindung aus und die CN-Bindung wird gelöst. Im Endergebnis erhalten wir das Olefin plus dieses Dimethylhydroxylamin. Eine solche Reaktion läuft ab. Ich muss das Ganze erhitzen im Temperaturbereich 80 bis 160 Grad Celsius, ist um 1900 ursprünglich entdeckt worden von jemandem namens Wolfenstein, wurde aber mechanistisch genauer untersucht von einem Herrn Cope und letzten Endes hat es dann den Namen Cope-Eliminierung erhalten. Und dies ist ein Prozess, der als Syneliminierung an
abläuft. Naja, weil eben also der Wasserstoff und der Sauerstoff, die müssen natürlich eben also hier irgendwo zusammenkommen. Wenn wir das jetzt an einem Zyklohexanring hätten und die wären auf unterschiedlichen Seiten, dann könnten wir dann nicht mehr diesen zyklischen Übergangszustand machen. Auf der anderen Seite schon deutlich älter, also schon noch deutlich vor 1900, gab es folgende Reaktion. Gibt es natürlich heute noch, aber damals wurde die schon, war die schon bekannt. Ein solcher Ester ergibt durch Erhitzen ebenfalls das Olefin. Und eine Carbonsäure. Dies ist die sogenannte Esterpyrolyse. Esterpyrolyse erfordert eine deutlich erhöhte Temperatur. Heißt ja schon Pyrolyse. Da sind wir bei 300 bis 500 Grad Celsius. Ist halt eine interessante Reaktion, um ausgehend von Alkoholen über Syn-Eliminierung ein Olefin zu bilden. Nur die 300 bis 500 Grad Celsius halten halt viele funktionalisierte organische Moleküle, die meisten eigentlich nicht aus. Um präparativ nun eine Methode zu haben, um aus Alkoholen Olefin zu machen, durch eine einfache Umwandlung, wie eben eine Veresterung dann erhitzen, braucht man etwas anderes. Und das ist auch gefunden worden, nämlich ein Derivat von Alkoholen, was auch relativ einfach dann herstellbar ist. Im Grunde auch ein Ester, ja, ein Dithiokohlensäure-Ester wäre das. Die werden im Übrigen Xanthogenate genannt. Die kann man erhitzen, ebenfalls wiederum Olefin. Mit diesem Abspaltungsprodukt. Und das geht schon bei deutlich tieferen Temperaturen als hier bei der Esterpyrolyse. Da sind wir im Bereich 120 bis 200 Grad Celsius. Diese Reaktion wurde 1899 erfunden und heißt Chugajew-Reaktion. Wobei wir für Chugajew wieder jede Menge Schreibweisen haben. Ich würde mal sagen, bevor es jetzt weitergehen würde mit der Einleitung zu den Alkoholen, brechen wir lieber an der Stelle ab und machen dann nächste Woche Montag weiter.